So, meine Damen und Herren, wir sind soweit. Es geht los mit League of Legends. Woo! Wait, warum schlagen die Corrupting Potion of Z vor? Habt ihr geraucht? Ein Win für Master Promo, meine Damen und Herren. Ein Win für Master Promo. Danke an Tellerkinder für den Support. Warum lässt du die Musik nicht während dem Spiel laufen? Weil die ablenkt, weil die so gut ist. Also das ist tatsächlich der Grund. Also die lenkt sehr ab, weil die sehr gut ist, die Musik. Das ist der Verlitflasche. Dick. So. Kellerkinder, danke dir für den Support. Willkommen, willkommen. Danke auch an Babbo Plays für den Support. Das klingt sehr lecker, Babbo Plays. Lass dir schmecken, ey. Hast du schon einen Champ Reverb gewotet? Kassa den. So, dann schauen wir doch mal, was wir machen können. Matchup ist sehr, 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 sehr rau im Early Game. Wird aber dann später extra... Oh, warum hat er keine Agro gekriegt? Wird er da nicht Agro? Warum hat er keine Agro gekriegt gerade? Not sure about this. Also es wird sehr schwer im Early Game dieses Matchup zu navigieren, weil der extrem viel Pressure auf euch hat und Sustain und Push und der kann euch immer für die Last Hits sehr harassen. Ihr müsst halt relativ viel CS aufgeben hier in der Lane im Early. Aber wenn ihr konservativ spielt, dann wird das gut, außer er hat Exhaust dabei. Ah, er hat Exhaust dabei, weil dann... Dann it's not so good, my friends. Unfortunately not so good. But it's okay, we're gonna be fine. Was wurde wir denn gekriegt? Er hat W Level 2. Perfekt gelastet bis jetzt allerdings. Jetzt schauen wir mal, wie er reagiert, wenn ich ihn gleich comboen möchte. Vielleicht kann ich ihm den kennen hier, den einen, wenn ich over, also wenn ich vorpasse. Ja. Das hat alle seine Cooldowns gewastet für einen Coup auf uns. Sehr dicker Fehler von ihm. Er lässt sich hier gerade bullien, obwohl er sich nicht bullien lassen muss. Da haben wir einen Huge Deny auf ihn gekriegt mit dem Ken-Minion. So. Weiter overaggressive Pathen. Nicht ins Bone-Plating eure Shurikens werfen. Abwarten und dann. Jetzt. Kann man vielleicht end, aber. Kann hier noch ein bisschen chonken. Vielleicht kriegt sie seinen Flash. Ich hätte noch igniten sollen. Leider hat sie overcommitted. Ich hätte igniten sollen, dann wäre alles gut gewesen. My bad. Also. Unser Toplane hat leider TP'd auch. Ist jetzt nicht optimal für uns, aber wenn wir gleich einen Kill auf ihn kriegen, ist alles fein. Und es war wenigstens nicht First Blood, ne? Ich weiß nicht, hat der Exhausted, wäre die wichtige Frage. Ein Double Buffer. Das ist gut, gut. Okay.
Das ist sehr bad für uns jetzt leider. Ich hätte flashen müssen. Wenn ich einfach nach unten flashe, überlebe ich das, ne? Aber ich habe F gedrückt, weil ich Jungle Set so gewohnt bin. Das war ein klassischer No Way For You Int da leider. Das ist jetzt ein Problem und ein halbes, muss ich sagen. That's okay. Ich bin halt nicht freezen mit den paar Minions. Warte, ganz knapp vor 6. Botlane wäre so juicy mit 6. Ich glaube, ich laufe trotzdem runter. Ein Minion ist 6. Ist gerade gespottet. Also, mal kurz hier zurück. Schnell wieder zu lehnen. Und ich krieg ja kein Plating dafür. Platz 1 mit 0-0. Ja, soll ich die kompletten Score in den Titel schreiben? Oder nur den Score von heute? Was wollt ihr? Also der komplette Score ist 11-6 gerade. Aber ich dachte mir, also wollt ihr pro Session oder übers ganze Ding? Ich dachte mir auch, dass das sehr verwirrend ist, wenn ich das nicht komplett mache. Tatsächlich. Ich glaube, das ist auch sehr verwirrend, ne? Ja, so. Komplett und pro Tag. Da wird der Titel. Wir machen nach dem Game eine Abstimmung, okay? Was ihr wollt, lieber. Ich denke auch, dass komplett wahrscheinlich, wenn es um diesen kompletten Challenger-Rush geht, dass das wahrscheinlich sinnvoller ist. Eine sehr, sehr gute Rumble-Ult, aber. Die Ion-Ult könnten wir zum Glück countern. Schnell Richtung Mitte. Warum flash ich denn nicht? Der ist sogar flat up. Der kann ihn langsam killen mit den Raptoren zusammen, glaube ich. Ich glaube, der stirbt hier. Oder? Oh. Nicht so. Oh, big! Big, 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 big. Okay, da wurde ich outplayed, aber allerdings. Ich habe jetzt 2 Tode schon, weil ich nicht geflasht habe. 2 dumme Tode, weil ich nicht geflasht habe. Wie ist die Wave für uns? Ist neutral, oder? Neutral ist. Hast du 2 dumme Tode wegen kein Flash? Darf man für den Nightbot einen Multi-Twitch-Link schicken? Wie meinst du das? Also von allen Streamern? Könnten wir auch einrichten, ja. Also könnten wir auch machen. Stirbt hier, ne? Leider hat kein Ult davor, ne? Ja. Wenn ich meine Ult davor habe, ist das alles gut, ne? Oh shit, der Jonas ist jetzt so fett. Schnell Richtung Lane. Hey, vielen lieben Dank dir, Green Horrid. Super lieb von dir. Willkommen an alle, die es erwischt hat. Ganz viel Spaß hier im Stream.
Hat jetzt zwei Platten, ist ein Level über uns und hat drei Kills auch. Das ist ein mittleres Desaster, leider. Okay. Ich glaube aber halt nicht, dass wir langsamer spielen können, weil die Gegner halt Zona haben und wir automatisch verlieren werden dann. Oder nicht? Ich habe das Gefühl, dass wir automatisch verlieren, wenn wir langsam spielen. Hat der exhausted der Jon? Ja, ne? Eine Plating bekommen. Hat er schon Shieldborn? Nee, noch nicht. Kann nicht auf ihn ulten, weil der Rumble hinter ihm ist. Alter. Und ich kriege sie eh noch, ich glaube nicht mehr. Doch, das ist. Okay, nice, der Ship auch noch hier. Ah, oh, ne, so nice da. Ja, unser AD Carry ist Level 9, wow. Jetzt der Mundo mit dem Wraparound. Come on, Baby. You can do it, you can do it. Wir nehmen unsere Eclipse gleich mit, würde ich sagen. Yeah, you cannot do it. I repeat, you can officially not do it. Das könnte auch von unten irgendwo kommen. Okay, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Also Top sieht gut aus, Jungle ist meh, Mitte ist meh, Botlane ist okay, gut. Immer so knapp, dass meine Ulti, also ist minimal zu spät ab, dass ich immer sterbe. Schon zweimal jetzt so. Richtig lästig, ey. Das zweite Mal, dass wir wegen einer Sekunde auf der Ult sterben müssen. Oh Gott, ich hätte ja mal killen können, ne? My bad. Rumble und Zona sind mit da. Schön, dass die einfach Bot diven. They do indeed dive the bot lane. Exhaust, Ulti, Zona Flash, Ignite. Nice. Okay, der kommt da raus. Mundo macht Mundo-Dinge. Kannst du den killen? Ah, oder? Actually, ist der tot, wow. Na, actually, killt er den einfach. Ja? Okay, jetzt ist er tot. Der Mundo will das mal, dass es sein dritter oder vierter Cleaver lastet. Hm, das ist echt ein blödes Game bis jetzt, muss ich sagen. Dass der Jon hätte nicht so weit vorne sein dürfen, also wirklich nicht. Und ich fiende den da oben jetzt nicht, das ist ein sehr schlechter Fall, den die da nehmen. Oh no. Weil der Kenmin ist mir vergönnt gewesen. Let us remind the universe what we
Tristana hat auch Exhaust. Wer von denen kann unten sein? Der Rumble ohne Sonyas könnte unten sein. Und die Nico wird runterkommen halt. Okay, die könnten Mitte diven hier. Wir könnten probieren, die Nico unten zu killen. Da wollte jetzt Stopwatch gerade gekauft, dann leider nicht. Level 11 auf der Botwolf holen. Heißt, die geben den Drake ab. Shit, der Mono. Mein Beast. Was ein Beast, let's go, baby! Good shit, Mundo! Der kommt nicht raus, aber. Was für ein Good shit. Oh mein Gott, rennen, Mundo, rennen! Nein, Mundo! Okay. Wenn wir das Game gewinnen, sind wir in der Master-Promo, ja. Das wäre ziemlich sick. Das wäre ziemlich sick, dann wären wir direkt Master-Promo. Okay. Oh no, da kommt Nico. Von der Seite. Fein. Das ist fein. Ich glaube, das ist der beste Back, den wir machen können, oder? How many blooms wants the weak wither away? So. Ja, ich glaube, das ist der beste Ding, den wir machen können, ne? Der beste Back. Schau, dass der. Ist der Jun ist gerade so gestorben, ne? Shit ausgelaufen. Wir können unten die schnell töten. Die sollt ihr Sonja noch nicht fertig. Oh, oder ihn. Töten wir halt ihn, I guess. Ne, der ist gebased, actually. Das ist sehr risky, was ihr mal macht, Leute. Big, big, big! Alle tot, bis auf Nico. Okay. Kurz back to base. Soll ich Healing Reduction ausbauen hier vielleicht sogar? Oder gehen wir direkt für Sevildos? Lauf doch zurück! Warum denkst du denn danach, Kollege? Vielleicht die erste Rildos, bevor ich Healing Reduction ausbaue, oder? Ah, das war ein sehr dummer Tod. Das war ein sehr, sehr dummer Tod.
Nächster Drake ist eine Minute, ist der nächste Drake. Nash ist auch ab. Die Gegner haben Bounties, das heißt, wir sind ahead, aber wir werden brutalst outskilled hier in der. Wait, what? Na, Enemy Team. Eieieiei. Das ist ja wirklich nicht die beste Entscheidung, oder? Das ist ja eine absolut Disaster-Entscheidung sogar. Oh no! Und eure Sona ist isoliert zurückgelassen. Nein, nicht euer armer Supporter! Ja. Ich stehe raus, was? Läuft einfach raus. Kennen Sie nicht? Oh, ich hätte den W-Reset gekriegt. Ich dachte, das killt ihn. Habe ich meinen Q? Habe ich drüber geflasht über meinen Q? Oder hat das Q getroffen? Ich glaube, ich habe meinen Q selber gecancelt, ne? Kann das sein? Da wäre es so gut gewesen sonst. Scheiße, die kriegen den Drake. Das war ein huge Fight für die Gegner. Oh, das ist Desaster. Mit der kommt, wir dürfen ihnen gar nichts geben. Ich glaube, ich habe mein eigenes Q über die Gegner drüber geflasht, glaube ich. Oh, wenn wir die kriegen könnten, wäre huge. Ja, die ist auf jeden Fall tot. Können Sona, können sie nicht connecten. Ich glaube, wir sollten Nashen damit, ehrlich gesagt. Wir sollten jetzt Nashen, ja. Ja, doch kein TP. Ist zu lang Cody, Nico. Die fighten ja gar nicht, ne? Jetzt lass uns hier mal kurz reinpushen. Krass, dass sie wussten, dass wir da unten sind. Da muss wohl doch irgendwo ein Wort gewesen sein, ne? Das ist noch lang nicht gewonnen, by the way, das Game, ja. Da ist noch alles offen. Leider. Zum Glück haben die Gegner Cookie-Lol im Team. So knapp, dass ich mein Dings doch wieder bekomme. Aber ich glaube, die sterben beide dafür, oder? Wenn die beide sterben, ist halt super worth. Okay, der stirbt nicht. Stirbt der? Der stirbt auch nicht. Okay, dann ist nicht so gut.
muss ich sagen. Oh mein Gott. Okay, let's group. Also. Ja, das war's nicht, ne? Wir brauchen unbedingt Edge of Night in dem Game. Und den nächsten Drake wahrscheinlich nehmen. Die Gegner, die haben immer noch die Sonne am Scalen. Das Game wird immer schwer. Habt ihr nur geklärt, ob 14 Tage. Also alle sind bei einem Monat. Nur Trudeau wusste das nicht. Das anscheinend. Also alle anderen wussten das. Holy Molly, bitte die Comments aus dem Titel entfernen. Ich habe mir auch schon überlegt, weil dann halt immer so krass gespammt wird, aber. Ich meine, das ist halt. Das ist halt die aktuelle Wette, ne? Ich will ja auch darauf hinweisen. Und auf die Leute, die teilnehmen und so. Okay, also hier werden die garantiert nicht facechecken. So dumm können sie ja nicht sein. Den Drake machen, oder? Scheiß Sona, ha. Das war wieder bad für mich. Ich brauch Edge of Night. Ich kann sonst nicht fighten. Wir müssen den killen. Also, jetzt können wir actually noch verlieren wegen der Sona. Ich hab's euch gesagt, ne, dieser Champion, der ist einfach aktuell die Scaling-Maschine, ne? Wir werden Nash probieren, ziemlich sicher. Die machen wahrscheinlich Nash, ne? Die haben keine Ults, aber die machen den. Für uns. Okay, das ist unser zweiter Nash. Ich muss diese Sona unbedingt killen, wenn wir eine Chance haben wollen. Ich brauche Edge of Night dafür, weil sonst komme ich nicht ran an den Speck, Lana. Bis Edge of Night. Komm einfach nicht rein bei den Gegnern. Die warten einfach, die halten den Nico, den CC von der Sona.
Jetzt fahren wir hier weiter. Okay, jetzt kommt die Wave, ja. Ich kann nicht wirklich vorgehen. Löscht hier irgendwer vor, unklug. Ich glaube nicht, dass wir noch teamfighten können gegen Sonar. Wirkt zumindest nicht so. Der GA, ne. Da runter hier. Schwierig. Sehr, sehr schwierig, muss ich sagen, das Game. Meine Güte. Na, da oben. Ich hab fast mein ganzes Edge of Night ready. War halt nur fast. Wir müssen diesen Break kriegen. Dann haben wir unsere kleine. Also, wenn wir die Soul kriegen, haben wir so eine kleine Mini-Sona mit dabei. Jetzt nicht sterben währenddessen. Das noch zu verlieren wäre echt bitter. Also, ich bin 6-Item-Set. Let's look at this, guys. Die werden auf jeden Fall den Teamfight suchen. Wir brauchen eine gute Flanke, würde ich sagen. Können wir noch Level 18 an der Grompsche holen, nehme ich an. Oh. Da sind. Das war fein, ne? Ich hätte das viel besser spielen können, ich hätte alle kriegen können. Gucken, gehen die Base oder pushen die? Base, okay. Da müssen wir auch basen. Den Fight hätte ich gewinnen können, solo. Hier hätte ich solo gewinnen können, aber missplayed. Aber wenigstens haben wir den Drake bekommen. Diese Sona, die muss weg, Leute. Die Sona muss weg. Einen Blue Buff brauche ich unbedingt. Ich konnte den Fight gar nicht richtig spielen ohne Blue. Das hier. Gewonnen der Fight.
Frage ist, haben wir eine Wave? Oder können wir nur Nashen? Der war besser gespielt, der Fight. Ah, da kommt sie nicht weg. Der hat noch uns dann hier. Nicht mit Latten. Warum heilen sich die so krass? Die echt hat. Die probieren zu enden. Reicht's? Ja, es reicht. Let's go! Entschuldigung, ich meine natürlich. Yay. Ne? In einem Videospiel gewonnen. Das lässt mich kalt. Yo. Videospiele sind für Loser. Okay. Sehr, sehr sickes Game von Latirus. So, meine Damen und Herren. Und damit sind wir offiziell. Also, wehe, wenn nicht. Please, nicht 99 RP. Don't you do it, Game. Okay. Master Probo, zweiter Tag der Season. Oh, buddy. 12-6.